Herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 1, der eventuell nicht pünktlich kommt. Toll. Also, wir sind jetzt fertig. Wir werden gleich abgeholt und fahren in den Harz mit dem Karneval. Ich weiß keiner, ich kann nicht mal mehr sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie es werden wird. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Wir sind hier mit ganzem Pungel und Pangel bereit durchzustarten. Das ist echt viel Kram, den man mitnehmen muss, weil ich habe ja mein Kleid, dann er seinen Anzug, dann die Umhänge. Also es ist schon viel. Und dann noch Bekleidung, weil wir bleiben da ja eine Nacht. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Auf jeden Fall werden wir auch noch auf den Weihnachtsmarkt gehen und eine vom Karnevalsverein wird mich zurecht machen. Ich bin, ja, wie gesagt, ganz gespannt. Ja. Also werden wir jetzt erstmal warten, dass wir abgeholt werden. Wir sind jetzt an der Raststätte und essen Brötchen, die uns vermutlich wegen des Preises im Halse stecken bleiben. Obwohl, das sah schon echt geil da aus, ne? Aber so 4 Euro für einen kleinen Kaffee, ich meine, was ich da bei Starbucks bekriege, ist schon mehr Luxus, ne? Naja, wir werden jetzt was essen und dann, ja, geht's weiter. Wir sind im Hotelzimmer, nochmal. Das ist das Badezimmer und es gibt eine Badewanne. Jetzt ärgere ich mich, dass ich keine Badebombe gekauft habe, aber wahrscheinlich habe ich auch gar keine Zeit dafür. Ich weiß gar nicht, wann wir morgen auschecken. Tür, ja. Schrank, Vollpfosten, Spiegel. voll cool eigentlich. Ein ziemlich großer Fernseher. Ich glaube, selbst in dem letzten Hotel, das teurer war, hatten wir das nicht. Bett. Und wir haben einen Balkon. Cool ist das denn? Ich meine, den haben wir nicht mal zu Hause. Jetzt muss ich erstmal Pipi machen. Nach Schrank. Na gut, ist nicht so meins. Fotografierst du jetzt dein Essen? Oh, ich mache YouTube-Videos. Dann lege ich da irgendwelche schlechte Musik unter. Lecker. Alles gut. Noch eine Absage. Und auch die konnten wir ausgleichen. Also, man merkt, auch innerhalb von 4-5 Stunden kann man vieles bewegen. Und eben hat man noch so ein bisschen ein Problem, dass vielleicht eine CD fehlte. Aber den habe ich angedroht, dann müssen sie live singen, das ist mir Papip egal. Und jeder. Oh, Sonny! Ah, seht ihr diese Haare? Diese Haare, der Burner! Ah! Sind Sie hier richtig? Ja, ja. Okay. Außer freiwillig allein. Ja, okay, gut. Außer. Wenn ich die Hände gut zu verstehen am Ende. Nein! Nein! Dann musst du mal den Rally anstellen da, den. Das ist ja ein Problem hier, in der langen Halle, ne?
lieber Langgang als Gabi. Wie ist die Stimmung hier? Wenn ihr gut zu verstehen seid, freut mich das natürlich wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Frisur gezeigt hatte, die Rita mir gemacht hat. Auf jeden Fall sollte Steffen sie filmen. Also eventuell gibt es Material dazu. Wir werden uns jetzt ins Bett legen. Ich weiß nicht, es ist glaube ich 2:30 oder so. Um 8 Uhr müssen wir ungefähr wieder aufstehen, weil um 9 Uhr wollen die frühstücken. Das heißt, ich schminke mich jetzt noch schnell ab und dann geht's ins Bett. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war Vlogmas Tag 1. Schaltet gerne morgen wieder ein und ich hoffe, dass hier geht alles pünktlich online. Bis zum nächsten Mal. Bye!